Bekommst du sofort, Meister. Und es ist jetzt die Frage, ob die Verkleidung sich auflöst, weil wir müssen ja nicht unbedingt was sagen. Wir können uns einfach hinstellen und Grunzlaute von uns geben und dann macht sie schon, was sie machen will mit dem Nadel und Faden. Aber ich denke mal, es wird von dem Spiel so vorgesehen sein, dass sobald man eine Dialogfunktion benutzt oder sobald man läuft, die Verkleidung sich auflöst. Auch wenn im Gespräch selbst nichts gesagt wird. Aber können wir nur hoffen. Und während er jetzt hintockelt, kann ich schon mal überlegen, was jetzt noch unser nächster Plan ist. Also wir wollen jetzt hier raus, nachdem wir mit Ivan gesprochen haben, versuchen uns an den Staubmenschen irgendwie vorbeizuschlängeln. Dadurch verpassen wir zwar jede Menge Sachen, die man mitnehmen könnte, aber wir können ja immer noch später wiederkommen. Oder wir versuchen uns einfach durchzuschummeln. Also wir sind ja recht redegewandt, das heißt, wir gehen einfach dahin, wo wir eben waren, und fangen an, die Zombies zu untersuchen. Und sobald ein Staubmensch kommt, versuchen wir uns rauszureden. Und wenn das schief geht, können wir immer noch versuchen, sie niederzuschlagen und einfach rauszulaufen. Das ist zwar kein sehr subtiler Plan, aber er könnte trotzdem funktionieren. Oh, und wir können mit dem Stemmeisen noch versuchen, die Truhe oben im Norden aufzumachen, im Obergeschoss. Vielleicht ist da ja Verkleidung drin. Ja, komm, bist gleich da. Oder wir könnten sie umbringen. Aber das wäre ganz schön kaltblütig, oder? Was überlege ich mir noch? Du siehst Ivan, sie ist immer noch dabei, den Brustkorb der Leiche mit ihren Krallen zu zerlegen. Klopfen wir ihm auf die Schulter und geben ihr die Sachen, die wir brauchen. Auf den neuesten Stand gebracht. Ehe du dich versiehst, schnappt Ivan dir den Faden aus der Hand und schlingt ihn um ihre Kralle. Dann beginnt sie, der Leiche den Brustkorb zuzunähen. Anschließend nimmt sie das Balsamierungsöl und reibt die Leiche damit ein. Warten wir mal. Nach ein paar Minuten ist sie fertig. Sie schlägt ihre Krallen aufeinander und dreht sie zu dir um. Zu deiner Überraschung streckt sie ihre Hände aus und zieht dir die Krallen über Brust und Arme. Spülen wir weiter den Zombie. Wir sollen ja eh nicht reden. Sieht aus, als hättest du eine neue Freundin, Meister. Ihr beiden braucht doch etwas Zeit füreinander, oder? Als sie dir über Brust und Arme fährt, bemerkst du plötzlich, dass sie anscheinend deine Narben untersucht. Sie zieht ihre Krallen zurück, klappert zweimal damit, beugt sich nach vorne und untersucht verschiedene Tätowierungen auf deiner Brust. Wer schreiben auf dir? Stockbewohner? Kein Respekt vor Zombies. Zombies, nix Bilder. Sie rümpft die Nase, dann stochert sie auf deiner Narbe herum. Diese hier schlecht aussehen, viele Narben, nix Balsam. Okay. Ihre Krallen haken sich plötzlich in den Faden ein, den du ihr gebracht hast. Und plötzlich sticht sie mit einer anderen Kralle in die Haut um eine deiner Narben. Der Schmerz ist kaum schlimmer als beim Nadelstich, aber es scheint, als ob sie dich komplett zusammennähen wollte. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Du empfindest eine seltsame Schmerzlosigkeit, als Ivan beginnt, deine Narben zuzunähen. Als sie fertig ist, schnuppert sie an dir, runzelt die Stirn und steckt in ihre Finger in das Balsamierungsöl. Binnen weniger Minuten hat sie dich von Kopf bis Fuß mit Öl eingerieben. Und komischerweise fühlst du dich tatsächlich besser. Ja, wir haben mehr Lebenspunkte gewonnen. Also permanente Lebenspunkte. Dies könnte das zweite Mal in meinem Leben sein, dass ich dankbar dafür bin, keine Nase zu haben. Ivan reimt noch die letzten Stellen auf deinem Körper ein, beschnuppert dich noch einmal, nickt und scheucht dich mit einer Krallenbewegung fort. Fertig, GG. Und unsere Verkleidung ist noch da. Super, besser hätte es gar nicht laufen können. Also, wir flitzen jetzt wieder dahin. Besser gesagt, Morte flitzt vor. Bekommst du sofort, Meister. Dann gehen wir hoch, gucken, ob wir das Schränkchen im Norden aufgebrochen bekommen. Und wenn nicht, tappern wir einfach unbehelligt aus der Leichenhalle raus. Morte wird das Brecheisen gar nicht benutzen können. Ich speichere erstmal richtig ab. Danach überlege ich mir, ob es das wert ist, hier oben Radau anzustellen oder ob wir einfach aus der Leichenhalle raustappern. LP, nicht K.O. LP 004.
Na gut, ich habe es mir überlegt. Wir gehen jetzt hier oben zu der einen Truhe, die noch abgeschlossen war, versuchen die zu knacken mit dem Brecheisen. Dadurch wird höchstwahrscheinlich unsere Tarnung auffliegen. Falls das passieren sollte, werden wir uns hier trotzdem weiter umsehen, weil es könnte hier noch viele Informationen geben, die wir brauchen, um unsere Identität zu finden. Falls einer der Staubmenschen uns anspricht, was recht wahrscheinlich ist, versuchen wir uns einfach rauszureden. Wenn das nicht klappt, müssen wir sie leider angreifen. Mit etwas Glück bekommen wir eine Robe und können uns weiter tarnen. Wenn es richtig schlecht läuft, schlagen die Alarm und alle greifen uns an. Dann können wir immer noch versuchen zu fliehen. Und falls wir getötet werden, werden wir in eine der Kammern hier gekarrt und stehen einfach wieder auf. Morte kann ja wegfliegen. Also ja, wirklich viel passieren kann uns nichts. Wo ist das Eisen? Das hat Morte. Ja, allein schon bei dem Waffenwechsel ist die Verzauberung oder die Verkleidung weggegangen. Hab's aufgebrochen. Ja, mit einem Schlag. Das erledigt. Und bitte lass eine Robe drin sein. Nein. Ah, aber der Knochenfinger. Dieser gekrümmte für das Portal. Noch ein paar Münzen und eine Fliege. Leichtfliegen-Talisman. Diese Leichenfliege sieht aus, als wäre sie gefroren. Sie scheint tot zu sein, aber du bist dir nicht sicher. Die Magie in diesem Talisman wird beim Verspeisen des Insekt aktiviert. Ugh. Wenn der Anwender den Talisman schluckt, wird ihm plötzlich sehr übel. Einige Sekunden später speit er einen Schwarm von Insekten aus Nase und Mund. Wenn der Anwender dann noch seine fünf Sinnen beisammen hat, kann er diese Wolke in einen Angriff gegen seinen Feind schicken. Oh. Na gut. Etwas eklig, aber wir sind tot und wahrscheinlich schmecken wir nicht mehr irgendwas. Was ist mit dir? Also wir brauchen es auf jeden Fall für das Portal, das heißt benutzen sollten wir es nicht. Plus 2 auf Rüstungsklasse, plus 2 auf Rüstungsklasse gegen zerschmetternde Angriffe, das wären dann schon mal plus 4, was recht viel ist. Und plus 15% Widerstand gegen zerschmetternde Angriffe. Also Rüstungsklasse ist die Chance, ob wir getroffen werden oder nicht. Und Widerstandsfähigkeit ist, wie viel Schaden wir bekommen. Und das erhöht beides. Also ein sehr praktisches Talisman. Dieser alte Fingerknochen-Talisman wurde ausgehöhlt und in seine Oberfläche wurden winzige Symbole eingeritzt. Der Anwender muss den Knochen zerbrechen, um ihn zu aktivieren. Nach dem Zerbrechen stärkt der Knochentalisman zeitweilig das Skelett des Anwenders und wirkt als ein Schutz gegen Brüche und Frakturen. Der Talisman verschafft dem Anwender einen allgemeinen Bonus auf seine Rüstungsklasse und zusätzliche Widerstandsfähigkeiten gegen zerschmetternde Angriffe. Ja, sollten wir nicht da oben reintun, sonst benutzen wir es noch aus Versehen. Aber die Sachen können schon mal nach oben. Ohrringe können dahin. Bis wir wissen, was sie genau machen. Und der Rest kann eigentlich weg. Beziehungsweise verkauft werden. Obwohl, ist der Arm stärker als das Brecheisen? Nö, haben beide genau die gleichen Werte. Aber das Brecheisen ist ein bisschen unauffälliger. So mit dem Arm durch die Gegend zu laufen, hat zwar was, aber ist ein wenig auffällig. So, was mit Morte? Genau, die Bandagen gibt man dem Namenlosen. Die Blutstropfen eigentlich auch, weil du bist ein Schädel. Da wird Blut nicht wirklich viel helfen. Nadel und Faden genauso. Questsache. Der Rest ist Ramsch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, also. Wir suchen Skelett Nummer 42. Hier standen ein paar Skelette rum, aber auch die Staubmenschen. Gucken wir mal, wie sie reagieren, wenn wir hier einfach so lang laufen. Halt, du da. Also wirklich schnell ist er nicht, im Notfall hätten wir weglaufen können. Aber dann würde er vielleicht Alarm schlagen. Was gibt's? Hast du dich umentschieden? Na komm, sprich mich an. Der Staubmensch sieht dich mit versteinerter Miene an. Hast du dich verlaufen? Nein, ich habe mich nicht verlaufen. Ich hätte da ein paar Fragen. Was hast du hier zu suchen, wenn du dich nicht verirrt hast? Ich bin wegen einer Bestattung hier, aber da scheint etwas schiefgelaufen zu sein. Wer sollte bestattet werden? Vielleicht findet die Feierlichkeit woanders in der Leichenhalle statt. Nee, das sollten wir nicht erwähnen, dass wir hier bestattet werden sollten. Und einen Führer brauchen wir auch nicht unbedingt, wenn wir hier lauter Sachen stibitzen wollen. Das könnte sein. Wo finden diese anderen Zeremonien statt? Mehrere Grabkammern umgeben die Leichenhalle. Sie folgen dem Verlauf der Mauer im Erdgeschoss und im ersten Stock.
Kennst du den Namen des Verstorbenen? Da werden wir uns einen ausdenken müssen, wenn wir jetzt Nein sagen, wäre es ein bisschen auffällig. Hm? Der Staubmensch wartet. Wir könnten versuchen, ihm das Genick zu brechen, bevor er Alarm schlagen kann. Aber wir sind nicht sonderlich gewandt und auch nicht besonders stark. Also sagen wir mal, sein Name ist Adan. Nie gehört. Frag doch einfach einen der Führer am Haupttor. Sie können dir vielleicht mehr sagen. Also gut, das mache ich. Ich gehe dann mal. Leb wohl. Der Staubmensch nickt, bevor er sich wieder seiner Arbeit zuwendet. Schön. Also können wir uns doch hier oben in Ruhe umgucken. Dieses Skelett mit der Zahl 748, die ihm über die Augenbrauen gemeißelt wurde, ist nur deshalb seltsam, weil einige seiner Zähne unecht zu sein scheinen. Aus einem rötlich-braunen Stein gefertigt. Sie sind aber eindeutig nicht wertvoll, denn sonst hätten diejenigen, die sich um das Skelett kümmern, sie ihm abgenommen. Untersuchen wir mal das Skelett. Irgendwer hat sich die Mühe gemacht, die Knochen dieses Skeletts mit Lederbändern zu umwickeln. Sie sind so um das Gestell gewickelt, dass sie wie Muskeln und Sehnen aussehen. Die Bänder sind mit Metallbolzen an das gelenkte Skelett befestigt. Das Skelett sieht so aus, als ob es eine harte Zeit hinter sich hätte. An vielen Stellen sind Teile der Knochen abgesprungen. Und die zahlreichen Brüche sind mit Dichtungsmitteln und stinkenden Klebstoffen repariert worden. Wir könnten jetzt einen Gelenkbolzen rausziehen, aber das würden die Staubmenschen bestimmt nicht gerne sehen. Andererseits würden wir ihn damit erlösen von seiner ganzen Arbeit hier, was ja eigentlich nur eine Qual ist. Wir lösen einfach mal die Gelenkbolzen und gucken, wie die Staubmenschen reagieren. Im Notfall können wir immer noch sagen, dass wir ihn aus Versehen angestupst haben oder so auf unserem Weg nach draußen. Mann, oh Mann, Meister, das ist Vandalismus. Diese Bolzen hier sind wohl das Einzige, was dieses Knochengerüst noch zusammenhält. Selbst die Nekromantie hat ihre Grenzen, findest du nicht? Und? Och, macht nichts. Morten macht eine seltsame ruckartige Bewegung und du denkst, es könnte ein Schulterzucken sein. Ich war mir nur nicht ganz sicher, ob du weißt oder nicht. Aber klar doch, versuch's. Mit Hilfe deines Brecheisens reißt du die Bolzen aus dem gelenkten Skelett. Das Skelett fällt zusammen, einige Knochen zucken noch. Hm, wir haben etwas bekommen. Lederriemen. Dies ist ein Lederriemen, der zum Zusammenbinden der Knochen von Skelettarbeiter verwendet wird. Obwohl der Riemen an den Rändern ausgefranst ist, sieht er ziemlich stark aus. Hm, das können wir vielleicht noch gebrauchen. Der Staubmensch hat mit keiner Wimper gezuckt. Und wir haben noch eine Holzkeule bekommen. Was machst du denn noch hier? Ja, wir gehen ja schon. Schon gut. Bist du vielleicht Skelett Nummer 42? Wenn nicht, wirst du auch zerlegt. Dieses Skelett scheint besonders alt zu sein und die Lederriemen, die es zusammenbinden, sind schon rissig und abgenutzt. Das Wort Bereue ist mit einiger Handfertigkeit sorgfältig in seine Stirn graviert worden. Eine rohere Hand hat später 996 auf beide Schläfen gemeißelt. Untersuchen wir es erstmal, bevor wir es auseinandernehmen. Irgendwer hat sich die Mühe gemacht, die Knochen dieses Skeletts mit Lederbinden zu umwickeln. Okay, also genau das gleiche wie bei dem anderen auch. Und der klappt auch zusammen. Du da, halt. Ja, was denn? Ich bin weg. Hast du dich verlaufen? Nein. Jetzt können wir ihr genau das gleiche sagen wie da unten. Also sagen wir, dass wir Adan suchen und dann können wir wieder gehen. Gut, da ist ein Zombie. Wir suchen aber keinen Zombie, sondern ein Skelett. Erledigt. Du da. Das Skelett hat entweder eine Menge Kämpfe hinter sich oder ist ein paar Treppen zu viel hinuntergefallen. Seine Arme und Beine sind gebrochen und wurden mit Hilfe von Lederriemen und Stangen zusammengeflickt. Auf der Vorderseite seines Schädels steht die Nummer 863, aber die Rückseite des Schädels ist nach innen gewölbt und bildet eine leere Höhle. Du stellst fest, dass jemand das ausgenutzt hat und ein zusammengerolltes Stück Pergament in den Schädel geschoben hat. Hm. Du ziehst das Pergament aus dem Schädel des Arbeiters. Seltsamerweise sieht es so aus, als wäre der Schädel dazu bestimmt, Nachrichten aufzubewahren. Ein dünner Faden ist an dem Pergament befestigt und an einem Haken im Inneren des Schädels angebracht, damit das Pergament nicht versehentlich herausfällt. Löse mit den Haken und nehme das Pergament raus.
Du löst den Faden von dem Haken und überfliegst das Pergament. Es sieht aus wie eine Notiz von einem der Wächter der Leichenhalle. Der Notiz nach zu urteilen, scheint das Skelett eine Art wandelnder Bote zu sein. Als du es noch einmal genauer betrachtest, stellst du fest, dass es vor der Totenbank stehen geblieben sein muss, weil es nicht wusste, wie es sie umgehen kann. Gucken wir nochmal genauer an, aber steht nichts bei, also ziehen wir die Bolzen raus. So weit, so gut. Noch ein Zombie, den wollen wir nicht. Noch ein Zombie. Ich bin weg. Du da, halt. Ja, wir sagen dir genau das gleiche wie deinen beiden Freunden da drüben auch. Wir sind einfach eine Bestattung hier und wir suchen Adan. Gut. Ah, noch einer. Wie viele sind hier eigentlich? Ja, wir suchen immer noch Adan. Genau. Und weiter. Schon gut. Oh, hier unten waren auch noch Zombies, aber die sahen ein bisschen anders aus. Alle in Reihe und Glied. Schauen wir uns die mal an. Mit denen konnte Mord vorhin ja nicht sprechen. Ich bin weg. Und da ist sogar ein Skelett dabei. Der fleischige Kopf der Leiche wurde eindeutig irgendwann abgetrennt und hastig wieder angenäht. Die verschiedenen Nähte, alle in verschiedenen Stadien der Auflösung, scheinen darauf hinzudeuten, dass der Kopf während seiner Arbeit ständig wieder abgerissen und erneut befestigt wird. Auf der Stirn ist die Zahl 79 eingeritzt. Umgeben von einem gezackten Kreis, der offenbar ein Brandzeichen ist. Gezackter Kreis? Das hatten wir doch auf dem Ohrring. Der Kreis mit den Zähnen sieht aus, als wäre er vor langer Zeit in die Stirn der Leiche eingebrannt worden. Wahrscheinlich bevor der Mensch gestorben ist. Er könnte irgendein religiöses oder rituelles Symbol sein. Du bemerkst, dass einer der Winkel zwischen den inneren Fängen mit einem winzigen Dreieck versehen ist, als hätte er eine bestimmte Bedeutung. Ich frage mich, ob der Abstand zwischen den Fängen mit den Furchen auf dem Kupferohrring übereinstimmt, den ich hier habe. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Die Leiche reagiert nicht. Sie scheint schon zu weit hinüber zu sein, um irgendwelche deiner Fragen beantworten zu können. Ja, okay, sie hat auch schon Nummer 79. Also, meine revidierte Theorie ist ja, je niedriger die Zahl, desto älter das Zombie oder Skelett. Also, Ohrring verwenden. Wir legen unseren Fingernagel in die Kerbe an der Stelle, auf die das Dreieck an dem gezackten Kreis zeigte, den du auf der Stirn von Zombie Nummer 79 gesehen hast. Du steckst deinen Fingernagel in die dritte Rille von oben und drückst sie fest drauf. Es macht Klick und der obere Teil des Ohrrings schnappt auf. Du kannst ihn jetzt tragen. Außerdem scheint sich in seinem Inneren ein Geheimfach zu befinden. Schütteln wir mal den Ohrring, um zu sehen, ob was rausfällt. Du schüttelst den Ohrring, aber es kommt nichts heraus. Was immer in dem Ohrring verborgen war, ist verschwunden. Jetzt, da du den Verschluss des Ohrrings gefunden hast, kannst du ihn tragen. Außerdem gewinnt er durch das Geheimfach an Wert, falls du erwägst, ihn zu verkaufen. Naja, wenn er nichts Besonderes kann, dann verkaufen wir ihn wohl. Laden wir mal ein paar Holzkeulen auf dem Morte ab. Oh, ein Eisenstachel. Wo kommt der denn her? Vielleicht von einem der Skelette, das wir auseinandergenommen haben. Auch zu dir und auch zu dir. So. Und speichern wir nochmal ab. Nur so für den Fall. LP 005.